Motorradschuhe sind super alltagstauglich und deswegen schauen wir uns in diesem Video die Arten von Motorradschuhen an. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Ich habe hier Motorradschuhe im klassischen Sinne mitgebracht. Also die auch aussehen wie Motorradausrüstung. Ich stelle sie mal einmal vor die Detailkamera. Schwarz mit dunklem Hintergrund. Ja, man sieht es nicht ganz so gut, aber es soll wohl für unsere Zwecke genügen. Und noch einmal die Motorrad-Sneaker, die so ein bisschen undercover unterwegs sind. Die sehen erst auf den zweiten Blick aus wie Motorradausrüstung. Man könnte jetzt nochmal die kurzen Motorradstiefel dazu nehmen, die blende ich euch hier auch einmal ein. Es sind am Ende aber doch Stiefel und deswegen nehmen wir sie mal nicht dazu, sondern wirklich nur die reinen Schuhe. Generell ist der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten die Optik. Wir haben hier also wirklich das, was nach Freizeit aussehen soll und das hier ist dann am Ende doch Motorradbekleidung im klassischen Sinne. Nichtsdestotrotz sind die Sicherheitsanforderungen, die wir an beides haben und die Anforderungen im Hinblick auf die Alltagstauglichkeit identisch. Deswegen können wir die Parameter, die bei der Auswahl eines Schuhs zum Tragen kommen, anhand eines Schuhs besprechen. Wichtig bei Motorradschuhen und Sneakern gleichermaßen ist, dass sie hoch sind. Sie müssen also mindestens bis über den Knöchel gehen, damit wir eben ja das Umknicken dadurch verhindern können. Also ihr seht es hier relativ steif, also da knickt so schnell nichts um. Und das ist ganz elementar, um eine gute Schutzwirkung zu haben. Dann Zehenverstärkung, das muss jetzt keine Stahlkappe sein, aber einfach einen etwas härteren Bereich hier vorne, genauso wie im Fersenbereich, sodass die eben Frontend und Backend, dass die schon mal geschützt sind. Und natürlich auch der Knöchelprotektor, der muss vorhanden sein. Wir haben hier aufgrund der Höhe natürlich keinen Schienbeinprotektor, wie wir es von Motorradstiefeln kennen. Die Art und Weise, wie der Schuh verschlossen wird, also hier beispielsweise mit Schleife und dann hier oben einen Klettriemen oder ob man jetzt zum Beispiel so einen Verschluss hat, ihr seht es hier, hier muss man so ein Rädchen drehen, um das Ganze zu verstellen. Das hat nichts mit der Sicherheit zu tun, also zieht euch da einfach das an, was euch besser gefällt. So haben wir einen absoluten Alltagsbegleiter. Wenn man eine richtige Tour fährt, sollte man dann doch auf den Stiefel setzen, weil die einfach nochmal eine Nummer sicherer sind. Schienbeinprotektor, Wadenbeinprotektor, je nach Art und Weise des Stiefels natürlich. Und für den Alltag ist das aber der ideale Schuh. Und wie so ein gutes Alltagsoutfit aussieht, das könnt ihr euch hier nochmal anschauen. Das verlinke ich euch hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Da posten wir nämlich auch Bilder mit diesen Motorradschuhen. Und dann könnt ihr es euch mal ansehen, wie das in der Praxis aussieht. Und dann wünsche ich euch eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.